Diese Gletscher bzw. Quellbäche sind natürlich hochaktive Lebensräume über einen sehr intensiven Zeitraum oder intensiv genutzten Zeitraum, der relativ kurz ist im Jahr. Weil wir sie hier sehen an diesem Bild, sind diese Bäche bis weit in das Frühjahr von einer meterdicken Schneedecke noch bedeckt, sodass es auch Wissenschaftlern auch nicht sehr einfach gemacht ist, zu ihren Proben zu kommen. Aber die Biodiversität alpiner Lebensräume wird sehr gut untersucht. Es gibt auch einige Monitoringprogramme, wie zum Beispiel im Nationalpark Hohe Tauern, welcher von Kollegen Leopold Führeder durchgeführt wird. Und wenn Sie hier nochmal das Bild in Erinnerung rufen, das Rotmoostal im Jahre 98, das Königstal schaut so aus. Das heißt, das Rotmoostal wird irgendwann genauso aussehen und wahrscheinlich in nicht allzu weiter Ferne. Aber was hier sehr gut zu sehen ist, ist eben diese Definition von Krüal und Krenal. Wie gesagt, das Krüal, der Ursprung als Gletscher, führt immer diese Gletschermilch mit, den Gletscherschluff, was sehr fein zerriebenes Gesteinsmaterial ist. Es wird auch von Mikroorganismen sehr gut als Nahrungsquelle verwendet. Und hier fließen eben gerade diese beiden Typen zusammen, das Krüal und das Krenal. Und das Krenal ist natürlich sehr klar, weil es diesen Einfluss nicht hat und keine Trübstoffe mit sich führt. Und diese beiden Bäche werden natürlich auch in ihren Lebensgemeinschaften sehr unterschiedlich sein, weil es in einem klaren Wasser natürlich viel einfacher ist, für einen autotrophen Organismus Photosynthese zu betreiben.